Willkommen zurück zu SFS Analytics, genauer gesagt zu einem Crossover zwischen SFS Colony und SFS Analytics. In dieser Folge will ich euch erklären, was DataV ist und wie es funktioniert, und das anhand der ersten Mission unserer MS Colony. Doch zuerst, was ist DataV? Delta heißt Veränderung und V heißt Geschwindigkeit. Dementsprechend heißt DataV die Veränderung der Geschwindigkeit und es wird in Meter pro Sekunde angegeben. DataV beschreibt die Fähigkeit, Manöver durchzuführen. Und das kann man folgendermaßen berechnen. DataV ist gleich der natürliche Logarithmus von M1 geteilt durch M2 mal V1. Dabei ist M1 die Vollmasse, die Masse der Stufe inklusive Treibstoff, M2 ist die Leermasse, die Masse der Stufe ohne Treibstoff, und V1 ist die Austrittgeschwindigkeit der Gase. Die ersten beiden können wir ganz leicht bekommen, indem wir erstmal die gesamte Masse der Rakete ablesen, dann den Treibstoff aus der Stufe entfernen und nochmal die Masse ablesen. Ihr habt bemerkt, dass ich das Wort Stufe verwendet habe. Man kann nämlich auch das Delta V für mehrstufige Raketen berechnen. Es ist aber ein bisschen komplizierter und daher werde ich bald noch ein Video darüber machen. V1 dagegen müssen wir wieder berechnen. V1 gleich spezifischer Impuls mal g. Das heißt, dass V1 aus dem spezifischen Impuls der Triebwerke und der Erdbeschleunigung g mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat besteht. Und jetzt berechnen wir das Delta V der MS-Kolonie vor, während und nach der ersten Mission. Damit können wir berechnen, wie viel Delta V für die Mission benötigt wurde, und können so für zukünftige Missionen die richtige Menge an Treibstoff herausfinden. Wir brauchen also die Voll- und Leermasse der MS-Kolonie. Ich berechne zuerst die Leermasse und füge den Treibstoff anschließend hinzu. Wir haben die MS-Kolonie mit 116,79 Tonnen, die Mega-Raumstation mit 115,09 Tonnen und die Leermasse der Tanks mit 6 mal 6,3 gleich 37,8 Tonnen. Zusammen macht das 269,68 Tonnen Leermasse. Jetzt berechnen wir noch den Treibstoff. Wir haben die 6 Tanks mit 6 mal 49,5 Tonnen gleich 297 Tonnen. Die 3 Tanks am Truss-Segment mit 3 mal 5,62 Tonnen, also 16,86 Tonnen, und den Tank am Booster-Adapter mit 13,5 Tonnen. Insgesamt ergibt das 327,36 Tonnen Treibstoff. Damit beträgt die Vollmasse 597,04 Tonnen. Jetzt brauchen wir noch V1. Das heißt 1200 Sekunden vom Ionentriebwerk mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat gleich 11.772 Meter pro Sekunde. Jetzt setzen wir die Daten in die Formel ein und rechnen aus. 9.355,77 Meter pro Sekunde an Delta V. Das ist eine ganz schöne Menge. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir davon verwendet haben. Als nächstes berechnen wir zweimal das Delta V, während wir im Europa-Orbit sind. Einmal mit und einmal ohne die Megaraumstation. Das liegt daran, dass die Megaraumstation abgekoppelt wird und wir so mehr Delta V zur Verfügung haben sollten. Für die erste Rechnung nehmen wir die Leermasse von davor, also 269,68 Tonnen. Für die zweite Rechnung ziehen wir die Masse der Megaraumstation ab, also 154,59 Tonnen. Jetzt berechnen wir noch den Treibstoff. Wir haben 6 Tanks, 65% gefüllt, also 6 mal 49,5 Tonnen mal 65% gleich 193,05 Tonnen. Wir haben noch die 3 Tanks am Truss-Segment mit 16,86 Tonnen und den Tank am Booster-Adapter mit 2,9% gefüllt, also 2,9% mal 13,5 Tonnen gleich 0,3915 Tonnen. Insgesamt ergibt das 210,3015 Tonnen Treibstoff. Damit betragen die Vollmassen 479,9815 Tonnen
und 364,8915 Tonnen. V1 bleibt gleich, also 11.772 Meter pro Sekunde. Jetzt setzen wir die Daten in die Formeln ein und rechnen aus. 6.786,69 Meter pro Sekunde und 10.110,07 Meter pro Sekunde an Delta V. Zuletzt müssen wir das Delta V nach der Mission im Erdorbit berechnen. Wir benutzen die Leermasse der zweiten Rechnung von davor, also 154,59 Tonnen. Jetzt berechnen wir noch den Treibstoff. Wir haben zwei Tanks, die zu 87% gefüllt sind, also 2 mal 49,5 Tonnen mal 87%. Gleich 86,13 Tonnen. Immer noch die drei Tanks am Truss-Segment mit 16,86 Tonnen und der Tank am Booster-Adapter mit 13,5 Tonnen. Insgesamt ergibt das 116,49 Tonnen Treibstoff. Die Vollmasse beträgt 271,08 Tonnen. V1 ist immer noch 11.772 Meter pro Sekunde. Jetzt setzen wir die Daten in die Formel ein und rechnen aus. Wir erhalten 6611,6 Meter pro Sekunde an Delta V. Nun haben wir alle Delta Vs zusammen. 9355,77 Meter pro Sekunde, 6786,69 Meter pro Sekunde, 10110,07 Meter pro Sekunde und 6611,6 Meter pro Sekunde. Aber was machen wir damit? Wir subtrahieren die Delta Vs nach dem Manöver von den Delta Vs vor dem Manöver. Also 9355,77 Meter pro Sekunde minus 6786,69 Meter pro Sekunde und 10110,07 Meter pro Sekunde minus 6611,6 Meter pro Sekunde. Diese Differenzen addieren wir und erhalten als Endergebnis 6067,55 Meter pro Sekunde an Delta V pro Flug von der Erde nach Europa und zurück. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr lange Rechnung. Hoffentlich kamt ihr mit. Das war's auch mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!